Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich muss schon doch sagen, dass ich entsetzt darüber bin, in welcher Art und Weise wir diese Debatte hier führen. Mit einer Rückschau, die, finde ich, eine ganz besondere Verdrängung und Vergangenheitsbewältigung bei der CDU-Fraktion ist, die geführt den Eindruck erweckt, als sie mit all dem, was wir in der Vergangenheit gemeinsam für dieses Land getan haben, nichts zu tun hätten und gleichzeitig versuchen, sich bei einem Thema aufzuschwingen, wo sie, entschuldigen Sie bitte, aber in der Vergangenheit doch in der Regel nur mit Desinteresse geglänzt hätten, als dass sie sich dafür wirklich mit Kraft eingebracht hätten. Und deswegen vielleicht auch an dieser Stelle bei dem einen oder anderen auch noch mal was Einordnendes gesagt. Ich will ohne Zweifel beginnen mit Polen. Die Zusammenarbeit mit Polen, und das haben wir an dieser Stelle auch an diesem Rednerpult schon häufiger betont, ist das absolute Herzstück der Zusammenarbeit mit unserem Nachbarstaat, mit einem Nachbarstaat, mit dem wir im Herzen Europas zusammengewachsen sind, mit einem Modellprojekt, was für den östlichen Landesteil eine ganz neue Perspektive auch in der Entwicklung dargestellt hat. Und ich will an dieser Stelle durchaus mal ganz selbstkritisch starten. Als ich parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern wurde, und vielleicht darf ich Sie daran erinnern, ich hatte einen Vertreter, der war von der CDU, den ich sehr schätze, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe. Eine meiner ersten Entscheidungen war, für die Metropolregion Stettin und für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird er zuständig sein. Ich sage Ihnen, ich bin davon massiv in meinen eigenen Reihen kritisiert worden. Man hat mir unterstellt, ich würde das wichtigste Zukunftsthema des östlichen Landesteils nicht genug verstehen und einfach an meinen Vertreter abschieben. Ich glaube, diese Kritik war in der Wahrnehmung dessen, wie viel Kraft und wo wir es auch anbinden, durchaus richtig. Und deswegen haben wir auch die Rückschlüsse daraus gezogen. Wir haben in der Staatskanzlei, sowohl in dem Team hier in Schwerin als auch in Anklam, alle Kraft darin investiert, endlich darüber hinweg mehr zu machen. Nicht nur feine Protokollerklärungen und einmal im Jahr einen schönen Austausch zu haben, wo wir uns gegenseitig sagen, wie wichtig wir sind, sondern wir sind in die ganz konkrete Kernarbeit eingestiegen. In den konkreten Treffen, in den regelmäßigen Polentagen der Ministerpräsidentin. Und wenn Sie so tun, als wenn Sie jetzt meine Aufmerksamkeit haben, dass Manuela Schwesig in Stettin war und wen sie da getroffen hat, dann frage ich mich, wo haben Sie eigentlich die vergangenen Polentage der Ministerpräsidentin begleitet? Dazu habe ich von Ihnen ehrlicherweise nichts gehört. Ganz im Gegenteil, selbst wenn wir in der inhaltlichen Vorbereitung waren dessen, was dazugehört, weiß ich ja nur zu gut, auch aus dem internen Regierungsgeschäft, was es für ein Kraftakt war, konkrete Themen auch miteinander zu verabreden und auf den Weg zu bringen. Ich will zu diesem ganz konkreten Besuch aber jetzt auch noch mal etwas sagen, weil er ja durchaus auch mediales Interesse hatte, wer wen in Stettin getroffen hat. Erstens ist es völliger Blödsinn, protokollarische Gleichgewichte an der Stelle herzustellen. Wissen Sie, wie häufig der Marschall in Vorpommern unterwegs war und der parlamentarische Staatssekretär ihn empfangen hat? So selbstverständlich, wie wir das in der Zusammenarbeit gepflegt haben, war es jetzt auch, dass die Ministerpräsidentin in Stettin von dem quasi im Amt ähnlich befindenden Chef der Staatskanzlei, das ist ungefähr das Pendant, den sie getroffen hat, auch an dieser Stelle es gemacht ist. Weil wir gar nicht auf so einem protokollarischen, tut mir leid, oberflächlichen Schuss zielen, sondern weil es uns wichtig ist, dass wir die Ansprechpartner haben, die konkret das mit Leben erfüllen. Sie waren in Stettin bei dem Empfang im Haus der Wirtschaft übrigens gar nicht vertreten. Und deswegen finde ich bemerkenswert, dass Sie mal wieder urteilen können darüber, wie dieser Termin war. Der örtliche polnische Vertreter des Marschallamtes hat sich explizit lobend auf die Rede der Ministerpräsidentin bezogen. Da können Sie gerne auch Herrn Kollegen Miras dazu ansprechen, der diesen Termin übrigens begleitet hat und vorbereitet hat. Und selbstverständlich befinden wir uns jetzt, auch in den schwersten Zeiten, in einem sehr, sehr intensiven Dialog mit Marszał Gablewicz, mit seinen Mitarbeitern und im Übrigen auch mit dem polnischen Stadtpräsidenten Szyszek. Wir sind in dieser Pandemie und in dieser Krise enger zusammengerückt. Und eins sage ich Ihnen auch, wir haben nie einen Bogen um die kritischen Themen gemacht. Wir haben auch immer offen uns darüber ausgetauscht, dass wir in Bezug auch auf die Pipeline eine unterschiedliche Haltung hatten. Während wir an der Stelle mit Nord Stream 1 und 2 eine Antwort auf den Energiehunger Deutschlands gegeben haben, den wir, glaube ich, alle aktuell ganz stark spüren, haben die Polen auf ihre eigene Pipeline gesetzt. Und auch das haben wir mit dem Know-how aus dem Industriehafen, aus Sassnitz, mit den Ingenieuren mit aller Kraft unterstützt und im Übrigen auch im Genehmigungsprozess begleitet. Also wir haben es schon immer ausgehalten, auch in dieser Partnerschaft, die Themen miteinander zu bereden, die uns an der Stelle
auch bewegen. Und auch jetzt kann ich Ihnen sagen, dass für den Septembertermin wir selbstverständlich uns in Abstimmung befinden. Und im Übrigen, wer hier alles so rumtönt, da kann ich nur sagen, die Reise der SPD-Landtagsfraktion zur Klausur nach Stettin ist ja nur schon einige Jahre her. Wo haben Sie denn mal nachgezogen? Wo haben Sie denn dem meine Aufmerksamkeit gecheckt? Und wo haben Sie denn mal konkret das, was hier auch aufgerufen wurde, am Ende auch mit Leben erfüllt? Ich will ehrlicherweise aber nicht nur auf Polen blicken, sondern auch auf andere Länder, Herr Ehlers. Und das sollte doch eigentlich unser eigenes Ziel sein. Der 24.02. hat die Welt verändert. Daran hat in diesem Saal niemand Zweifel. Das haben wir alle miteinander geäußert und da sind wir in unseren politischen Ableitungen und Entscheidungen auch glasklar. Ich habe allmählich den Eindruck, dass Sie versuchen, ein Thema wie ein Kaugummi zu ziehen, weil Sie nicht einen einzigen Lösungsvorschlag haben, was das für den Ostseeraum bedeutet, außer so zu tun, als hätten Sie mit allem nichts zu tun gehabt. Das ist nicht nur langweilig, sondern politisch auch mittlerweile äußerst unredlich. Und ich glaube, da darf man in einer solchen Aussprache hier auch mehr erwarten. Die Ministerpräsidentin ist auf einzelne Projekte eingegangen. Ich will einen Minister rauspicken, Christian Pegel. Ich glaube, der ist sowas wie unser Digitalisierungsguru im Land Mecklenburg-Vorpommern und hat längst verstanden, wo muss man eigentlich hingehen, wo muss man sich eigentlich Konzepte angucken, mit wem muss man eigentlich darüber reden. Und die Dinge, die wir daraus abgeleitet haben, bei aller Langfristigkeit, bei aller Zeit, bei allem, ja, ich will jetzt durchaus sagen, bei aller Ungeduld, die wir damit auch verbinden, wir haben ganz konkret in den baltischen Raum geguckt. Christian Pegel hat die Start-up-Szene in diesem Land vernetzt. Sie waren davor, liebe CDU-Fraktion, mit dem Wirtschaftsministerium zuständig, haben bei Digitalisierung gar nichts hinbekommen und tönen jetzt auch an dieser Stelle wieder groß rum. Also das ist wirklich traurig. Ich bin jedenfalls dankbar, dass wir auf diese Netzwerke zurückgreifen können und Akteure wie Wolfgang Blank nicht erst jetzt für uns in einem Kooperationsrat erkennen, sondern seit Jahren auf dieses Know-how und Wissen auch fußen können. Und ich will Ihnen auch eins ganz klar sagen. In dem Moment, wo Sie so tun, als wenn wir alles in diesem Land nur auf Russland ausgerichtet hätten, tun Sie all den Männern und Frauen in diesem Land Unrecht, die sich dafür seit Jahrzehnten im Bestehen von Mecklenburg-Vorpommern den Allerwertesten aufreißen. Und bei allem Respekt, es sind doch sonst die gleichen Akteure, mit denen auch Sie sich sonnen. Ich habe Respekt vor einem Dietrich Lehmann, vor einem Thorsten Harsch, vor einem Wolfgang Blank, von einer Rektorin der Universität Greifswald, die uns längst in der Politik immer 3 und 4 Tappelschritte voraus sind. Anstatt die zu unterstützen, tun sie aber genau das Gegenteilige. Und das finde ich an dieser Stelle schon enttäuschend. Und ganz zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren der CDU-Fraktion, ich sage Ihnen zu, mit jeder laut krakelten Kritik Ihrerseits packen wir noch 3 Kohlenschippen bei dem Thema mehr drauf. Die Menschen in Vorpommern haben es verstanden. Ich glaube, das haben wir beim Landtagswahlergebnis am 26. September auch deutlich gespürt und gesehen. Da werden wir jedenfalls weitermachen. Und ganz zum Schluss will ich Sie noch gerne mit einem Zitat konfrontieren, weil Sie mit allem ja nichts zu tun hatten. Und ich will an dieser Stelle betonen, ich zitiere jemanden, den ich in der Zusammenarbeit sehr schätze, weil er in der Regel sich nicht nach parteipolitischer Politik weggeduckt hat, sondern gestanden hat. Das, was wir heute, liebe CDU, an diesen Stellen ja von Ihnen schmerzlich vermissen. Ich möchte zitieren: Wissenschaftliche und wirtschaftliche Kooperation sind ein hervorragendes Instrument, um in Verbindung zu bleiben und für eine gemeinsame positive Zukunft zu arbeiten. Das sichert und schafft auch Jobs für die Partner der Zusammenarbeit. Es muss gelingen, die Türen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland weiter offen zu halten. Das ist am Ende einfacher, als einmal verschlossene Türen wieder zu öffnen. Das sagte der damalige Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe. Also bevor Sie mit dem Finger auf uns zeigen, sollten Sie sich zunächst einmal selbst damit auseinandersetzen, was Ihre Rolle in diesem Parlament und in der letzten Legislatur war. Und ganz zum Schluss, ich habe ja nur schon ein paar Jahre länger Einblick in die Staatskanzlei. Ich kann mich erinnern, dass protokollarisch Harry immer darauf geachtet hat, bei jedem Bild beim Russlandtag auch noch genügend Platz zu haben, um mit vorzukommen, im Gegensatz zu dem, was Sie heute behaupten. Also, wir weisen Ihre Vorwürfe und auch die Art dieser Debatte aufs Entschiedenste zurück, reichen Ihnen aber die Hand, besinnen Sie sich, kommen Sie an dieser Stelle zur Vernunft, bringen Sie sich ein in diese Gremien, die wir dafür geschaffen haben, und dann werden wir Mecklenburg-Vorpommern auch an dieser Stelle wieder lebens- und lebenswerter machen in einem Ostseeraum, der es verdient hat. Da ist nämlich die Ostsee-Parlamentarier-Konferenz schon einen ganzen Schritt weiter. Herzlichen Dank. Ja.